Pokémon Schwert. Heute geht's weiter. Und wir sollen uns heute mal hier so ein bisschen umgucken, würde ich sagen. Nicht, dass hier irgendwas im Gang ist. Richtig, hier was wir gebrauchen könnten. Scheinbar nicht. Okay, dann machen wir uns mal raus. Okay. So. Hey, hallo, Pokémon drin. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Da hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, unsere Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Ja, das ist für dich. Ein weiterer Trank. Das ist unser Trank. Jetzt sind ein, wenn eines von der Pokémon-Kraftpunkte oder kurz KP verloren hat. Danke, kannst du übrigens auch Kämpfe einsetzen. Wirst du es machen, also hier von dem hat schon Hype gewonnen. Sprech da ja mal so viele Leute an, wie du nur kannst. Und ist genau, was auf den Feldern steht. So, haben wir jetzt hier alles soweit? Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Item liegt. Ne, nicht hier. Okay. Das ist nochmal. Gut, dann kommen wir zum Pokémon Center. Aber da vorne steht noch, aber ich fällt dir den Text und jetzt auch noch schnell dazu. Ja, Sonny hat den Pokémon jetzt auf deinem Smartphone installiert, stimmt's? Dann geht's wohl als richtig los. Ich hab richtig starke Pokémon für dein Team. Hab jetzt hier nicht, ich hab die Kämpfe gerade. Wie ist die Stimme, die ist da draußen? Nur so von Pokémon gegen Pokémon. Wie war es im Training? Wenn du viel mehr Chef bist, dann so stellst du dich mit Pokémon Center aus. Alle Pokémon Center sehen gleich aus. Kannst du also nicht verfehlen. Komm, lass mal ein Weg hinein. In der Nacht. Ist ja nicht so, dass ich weiß, wie so ein Pokémon Center funktioniert. Aber ich hab's ja schon mal gesagt, es gibt ja immer mal wieder neue Leute, die noch das erste Mal dabei sind. Die wissen es halt eben nicht. So, ist das dein erster Besuch in der Pokémon Center? Ja, natürlich, das ist neu für mich. Komplett neu. Genau so. Also, dann pass mal auf. Siehst du die junge Dame dahinter am Tresen? Wenn du sie nicht fragst, macht sie all deine Pokémon wieder fit. Wenn du solche Gemütern kannst du Pokémon abgeben, die du gefangen hast. Man kann nämlich immer nur das Pokémon geistig mit Rücken rumtragen. Gut, dass ich mich im Pokémon Supermarkt beträgt eingecheckt habe. Das hat mir neulich erst den Hals gerettet. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Ach, gute Idee, danke. Kaffee, geh schon mal zur Runde 2. Mach du dir erstmal den Tipp. So. Gut, dann halte ich mal kurz mein Team. Wobei wir eigentlich nur einen Infestensiv-Mit haben und das ist halt. Da kommt dann nach und nach. Vielen Dank für deine Geduld, dein Pokémon ist wieder topfit. So, mal gucken, was ich hier kaufen kann. Okay, Geld haben wir genug. Ich trinke so 11 Stück, nehme ich mit, dann habe ich 15, dann reicht das erstmal. Die müssen wir schon mal kaufen. Die brauchen wir immer. Genauso wie Aufwecker. Paraheiler vor allem. Auf jeden Fall ist das beste Geld schon mal begehbar. Ich habe schon 600. Aber wir nehmen uns drei Feuerheiler noch, dann haben wir alles. Dann haben wir nicht Platten geben, das ist auch egal. Weil ich glaube nicht. Finanziell wird das kein Problem sein. Kann ich ja irgendwie was machen. Ah, noch gar nicht. Ich habe C-Boxen. Okay, später kommen noch ein paar mehr Optionen dazu. Aber das ist alles so seiner Zeit. Hallo, wir sind mit ein paar frisch gepflückten Beeren. Leider haben wir uns ein bisschen pleite. So, was haben wir hier? Ich habe gehört, dass Dylan einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Ja, der ist gerade hier so lange gelaufen, nicht wie unser Freund. Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Da ist ein Item. Und zwar eine Pokémon. Damit können wir vor Pokémon flüchten. So, okay. Dann haben wir alles. Sag mal, für einen echten Trainer, für die Räder-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Räder-Challenge? Hä? Was ist das denn? Weißt du, was der Räder-Challenge ist? Ja, das ist diese riesige Wettbewerb, die einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chance, am Ende diese Firma antreten zu dürfen. Um sich die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Trainingsbuch. Jeder könnte wieder von einem ausschalten, aber leider fällt er sich schwer. Deshalb werde ich jetzt Professorin im Rat sein. Du musst euch auch an der Räder-Challenge teilnehmen, oder? Dann können wir uns hier selbst ansparen, wie euch so rein. Professorin wird am Ende von Runde 2. Und da bist du, wenn du nicht ordentlich was zu gewinnen. Ja, das machen wir auf jeden Fall.
wie sollten auch die ersten Trailer dann auftauchen. Hey, ich habe aber schon mal am Pokémon fängt, falls du es erklärst. Ja. Und mit dem Pokémon fängt. Ich habe zwar so 4 Stück schon gefangen, aber nein, ich weiß es natürlich immer noch nicht. Und falls nicht, erkläre ich es dir. Der Pokémon jetzt füllen will, dann schieße ich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Die? Warum ich sehe erst mal Pokémon gefangen. Gute Arbeit. Die Pokémon hat er bestimmt deine Mutter geschenkt. Hätte ein paar Pokébälle verfrischt mir, dass ihr fertig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommt meinem Pokémon ja praktisch in die Arme gelassen. Das heißt, das sucht sie alle neue Träger. Ach, und tatsächlich, wenn wir welche gefangen haben, dann werden wir nicht mal richtig gezeigt. Okay, das finde ich cool. Wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen nervig. Aber ja, ist ja kein Problem. Ich kann es dann, im nächsten Mal erklären. So, 20 Pokébälle haben wir bekommen. Jetzt haben wir dann tatsächlich 30 Pokébälle. So. Ja, wir haben gefangen, was wir aussuchen werden. Das ist nicht klar. Aber ich sag, der Nurkommand ist das allerbeste Team der Welt zu sammeln. Die Professorin mit dem Hund verstauen nicht ganz verzichten. Ja, und wie gesagt, unser Team, das dauert alles noch ein bisschen. Was haben wir hier? Oh, cool, das ist ein das werden wir uns gerade fangen. Ja, ist es ein neues Pokémon. Mal den 10. So, für die Lugard uns. Und wir haben zwei neue Level, die hier nämlich Mami Level 10 und Micro Level 6. Und mit Philly Lu haben wir nächstes Pokémon in den Sack. So, und damit haben wir das Team voll. Also zumindest. So, rüber gehen. Und da ist Sensex. Ein weiteres neues Pokémon. Peter. Okay, das ist jetzt schon erledigt. Das ist jetzt ein sehr erledigt. Aber das Pokémon kann nicht wirklich viel Schaden mitzustecken. Ich kriege das jetzt nochmal, weil ich jetzt nicht mehr kann. Ja, hier sind wir weg. Weil ich jetzt die Fangen auf dem Team haben will, sondern ich kriege es jetzt gerne. Ich kriege es gerne einfach nur auf den Reinkauf haben. Aber dann klappt das noch relativ viel. Nein. Und so können wir jetzt nicht aussuchen, ob wir das ins Team nehmen wollen oder zumindest oder rausnehmen, wenn ich jetzt das Team holen. Waffelfilme rausnehmen. Wo wir gerade dabei sind, ich werde nochmal kurz was einstellen. Das, was ich eigentlich immer am Anfang anstelle. Das war erstmal das Texttempo. Anfrage mal rausnehmen, da ich sie eh nicht nutzen werde. So. Gut, guck mal, was ist noch alles. Nee. So leuchtet, das ist etwas Besonderes. Ach man, wieder Klammer hier. Also, das ist ein Startsicht. Heute kriege ich da nicht, dass ich das Pokémon angefangen habe. Das kann ich nicht angefangen. Das ist gefangen.
So, die Frage ist, was ist an dem besonders? Level up. Wenn eine PC-Box habe ich schon haben. 140 Watt. Okay. Gut zu wissen. Damit könnt ihr euch in einer Zukunft iPads kaufen mit dieser Währung. Und da ist unser erster Trainer. Eigentlich müsste ich natürlich alle Pokémon so gut haben. Eigentlich so. Diese Trainer nehme ich ja natürlich sehr gerne mit, weil wir brauchen halt ein bisschen Training. Ich nehme jetzt mal einen Rappel ein. Okay. Ja, dann will man mit dem Rappel herkommen. Ja, das ist richtig. Gut, dann passt das ja. Perfekt. Wir kriegen nicht. Wir haben meist einfach die Person, also das ist so eine Welt. Also das bin ich jetzt erklärt, wenn wir dann da sind, dann sind wir so lange jetzt. Ah, das wird noch ein bisschen dauern. So, den ersten Trainer haben wir schon besiegt. Und ich nehme mal hier das Item mit. Hier brauchen wir keine weiteren Pokémon zu fangen. Das hat ja nicht so das verloren, das war ein Trainer. Ich jetzt auch gleich noch mit. Die Göre. Mit einem Kamea. Okay. Ich hab noch ein Pokémon, wie sieht das an? Okay, ich dachte, da kommt ja nicht so richtig viel durch. Aber wenn wir unser Feuer Pokémon bekommen, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich weiß es mir selber nicht genau, wo und wann. Aber ich glaube, irgendwann wird es morgen rum. Das ist besonders blöd, weil der erste Arena leider auf den Pflanzentrainer. Also muss man gucken, dass wir da wieder Feuer kriegen. Aber ich krieg schon immer Punkt. So, Kami hat sich weg. Das deckt mich wirklich hier weg. Alle, alle Level Ups jetzt fast. Das war Wolli. Und da ist der nächste Trainer. So. Sensei. Ein Raffel ist beliebt. Und das Ding ist mit dem Gesundheitsexpert. Ja, da ist es. So ist das vorhin gemerkt, als ich den ersten aufgegangen wollte. Ich bin jetzt nicht weit. Weil der Captain ist gerade bei Mami und wie gesagt, alles andere ist irgendwo getan, als wenn wir zwei Agenten haben. Ich glaube, irgendwas anderes noch ab. Ja, deswegen finde ich jetzt Mami, das wird wahrscheinlich immer ein starker Weg sein, stärker sein als das andere. Und danach kommt aber die Kalle zu gehen. Geht ganz schnell. Ich bin ja nicht auf das alle schnellsten gleich. So. Okay. Den haben wir, glaube ich, alles hier, ne? Ne, da bringt halt auch ein Item. Da ist dann noch ein bisschen drauf achten, dass der Spieler so Schuss. Wenn wir dann wohnen, liegen dann einfach mit dem Töter hier. Ach, ein Kami hat. Okay, das haben wir noch gar nicht. Also, das ist etwas Neues. Wir haben es schon gesehen im Trainer, aber wir haben es noch nicht gefangen. Deswegen werde ich mir das für den Poker dann einfach mitnehmen. Das ist nicht mehr gefangen. Fangen. So, kann ich
einfach. Und da bin ich jetzt hier auch mit dir. Wir haben einfach Pokémon im Team. Ja, genau, angeln. Wenn du den Job des Pokémon im Wasser gelbnächst, werden dich zu ihm und drücke den A-Knopf, um die Angebote auszuwerfen. Du kannst heute den A-Knopf, sobald deine Angebote wackeln, um das Pokémon aus dem Wasser zu holen. Das sind verschiedene Arten aus. So, dann kommen wir hinten. Kann man was fangen? Ja, wir fangen was und das ist ein. Überraschung, ein Krabador. Aber das ist so, kann man. Level 6. Eines der nutzlosesten Pokémon überhaupt, aber das wird was, das ist so etwas durchaus brauchbares. Das kann man doch noch mit, weil das hat ein Unterbaum mit. Und bringt unser Gänsehaut auf den Rücken. Gerne mit. Da ist mein Pokémon. Okay, gut. Da haben wir das heute. Hier ist nicht weiter, ne? Okay. Schau mal, das ist die Professorin. Das war die Arbeit, Professorin. Wie Sie kennen, haben Sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelöst. Hä? Was? Ich fürchte, ich bin davon weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Wenn ich nur endlich meine Enkel dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf einem bescheidenen Anwesen, lieber Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Komm nur mit herein. Ja, und das ist die Professorin. Der soll mir ja tatsächlich noch was ausrichten. Ich da dein Volley hat der Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Kev sein. Meine Enkelin Sania hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Kev, das Dynamax-Phänomen ist dir jetzt auch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolika forscht dieses Mysterium schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, dann wird das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Das ist mal wieder typisch die Pokémon hier, Dynamax da. Muss ich jetzt Gespräche um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Das wäre zum Beispiel. Du kannst dir bestimmt nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf der Welt gibt. Überall ist faszinierend. Klar, Gala ist natürlich an England angelehnt und Tee ist natürlich mehr oder weniger ein Nationalgetränk in England. Na, ist das durchaus klar. Ja. Ja. Sehen wir mal wieder, dass die Pokémon-Region im jeweiligen Land aus einem Land angelehnt sind. Zum Beispiel Carlos ist ja Frankreich angelehnt. Bei Pokémon X und Y. Entschuldigung, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass es einen Fehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Arena-Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass Sie daran teilnehmen, Lili? Hauptmann Captain Travis ist vor kurzem zum Pokémon-Trainer geworden. Sind einfach zu unerfahren. Ach so? War das nicht auch dein Traum und dass es keiner irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Natürlich haben sie recht. Das war auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden Pokémon zu schenken. Na schön, ihr solltet auch einen Fehlungsbrief haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr in meinem Kampf zeigt, nachdem ihr gar nichts mehr anders übrig habt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Dafür mache ich natürlich noch eure Pokémon mit. Dankeschön. Oh, gute Sache. Kev, ich warte draußen auf dich. So, okay. Dann gucken wir uns mal hier noch schnell um. Okay, hier Pinze wahrscheinlich. Oder ist das. Nee, ist das, obwohl es vom Zimmer her ist, dürfte das locker von Zanier sein. Ich bin ziemlich sicher, dass Magnoli kann nicht umgehen. Ja, gut, mit dem Wolli, mit dem Kaukel. Das ist 100% das Zimmer von der Sania hier. Okay, dann ist da oben jetzt etwas Interessantes. Aber etwas anderes Interessantes habe ich irgendwo gesehen. Das ist hier.
hier, sondern draußen, ey. So, wunderbar. Dann gucke ich mich hier hinten um. Weil hier ist ein Pokéball, also eine TM, und zwar die 57 Infos. So. Also, falls ihr die Video kennt, auch dann nicht zu nehmen, jetzt bin ich einfach ins Spiel. Dann haben wir hier oben noch was. Und zwar hier hinten. Das war ein Superbug. Und hier noch was. Eine Flasche Tafelwasser. So, dann haben wir dann die Mitte hier. Gegenstoß? Nein, nicht, dass ich da irgendwas. Aha, Wolli kannst lernen, Maiko kannst lernen, Philinu kannst vor allen Dingen lernen. Das heißt, wir bringen es ihm bei. So. Gut. Und dann. Wir haben jetzt den Trainer von dir, der doch auch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm, kämpf dir nicht. Okay. Ich will alle besten Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich diese Fehler. Jetzt wird das nichts mit der Regel natürlich. Wir müssen denen in diesem Kampf zeigen, dass wir uns was so hinschicken. Wir zeigen ihnen vorhin, dass wir das Zeug für die Arena-Challenge haben. Okay. Los geht's. Du hast wahrscheinlich wie immer noch deinen Body und deinen Hoplo. So, liefern wir einen Kampf. Das ist immer schon ein. Das wird die Fetze gehen, heute. Jetzt geht die Legende von Hop erst so richtig los. Da raus. Fängt die Wolli an. So. Ah, das ist ein bisschen länger. Das zeige ich jetzt auch. Hat doch einen Bart. So, tschüss, Wolli. Oh, Level 8 Fetzen, 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 mein Wolli. Oh, wieder ein Abfassungsbrille. Okay. Ich werde nur nicht rauskommen. Die Kamera ist raus. Imitator. Und jetzt dafür die Fetzen, Fetzen. Du setzt jetzt Hoppe rein. Aquarelle mal. Ah. Das ist jetzt die Wechselwirkung von den fünften Videos. Das ist total verhinderlich. Das ist ein kleines Hoppe. Ja, Mike Roller noch gefangen. Okay. Das ist geklappt. Also, ich kämpfe so genau unser Ding. Würdige Wagen gefunden. Und wieder gewonnen. Dabei hat man meine Würfe doch diesmal doch eine perfekte Kurve und so. Ja, wir sind echt schnell auf Rang. Jetzt gewinnen wir das immer für Glück aus und der Verlierer vom Schluss. Also haben wir schon so viel. Im Endeffekt machen wir uns wieder einen Stärker, oder? Was für ein Kampf. Kev, hopp, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Fälle für die Arena wahrscheinlich mehr als verdient. Dankeschön. Und wir haben den Erinnerungsbrief bekommen. Wir können alle jetzt auch Gott sei Dank an der Arena Challenge teilnehmen. Danke dir. Ich schwöre, ich werde bei der Arena Challenge voll durchstarten. Ich möchte zwar, dass du noch jung und unerfahren bist, aber der Kampf fängt an los.
Naturgang ist und völlig begeistert. Ich hab richtig Gänsehaut bekommen. Hab früher. Hab früher nicht auf das Gefühl, dass du dich jetzt zu sehr auf Nebensächlichkeit konzentrierst. Wurftechnik für Pokéballer und andere Kleinigkeiten, die wir waren, als wir uns gedacht nicht zu tun. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Der Kaffee ist auch nicht so klar, auch unglaublich betreifend. Davon würde ich mehr sehen. Hast du es gehört? Lass uns das vertrainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir dir den zu trumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Okay, ich bin dabei. Ja, klasse. Wir haben gewonnen mit dir, fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum? Eine Schärfschuppe, cool. Hey, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Hündchen? Nein, ist sogar zwei. Hier, den kannst du haben. So, egal auf welcher Steine und denen eine Gabel von Energie innewohnt, so erzählt Wünsche gehen in Erfüllung und sie aufsammelt. Mit seinem Wunsch an kann man Pokémon Dynamaxen. Und dann stellt sich sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wünsche eine Lande von Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch legen. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Und ich will der Allerbeste sein. So, jetzt hab ich dreimal drin. Das geht auch nicht bestimmt in der Film. Komm, gut schön, dass wir jetzt die Schätze und Regale von mir. Aber du bist in den Regalen, kannst du jetzt sicher nicht entdecken. Würde mir beide die Wünsche eine Feinde und beide belassen? Naja, stimmt. Sind ja die Spezialisten der Dynamaxer. Ganz ehrlich, ich kämpfe mich gerne, dass wir das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaxen können. Wir gehen den Schwimmer bei diesem Mech für die Pokémon und fand ich super weit. Und zwei Wünsche eine Feinde für die Füße. Das habe ich für Versetzung. Das ist ganz großer Fortschritt. Einfach den anderen nehmen. Ich kann Energie wieder verloren, wenn eine große Reise beginnt. Ist ja niedrig. Sieht doch verdient aus. Komm doch gerne nach Hause. Ist doch mit uns zu haben, oder? Ich bin vor kurzem auf den Curry-Trennen aufgespielt, weil sie mir putzen wollte. Das Team wird wieder mal geheilt, okay? So. Ah, endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, Frischsteher. Sag mal, Hopp. Du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Ja, okay, vor dem Leben mit einem Pokémon gekämpft. Da weiß ich auch nicht. Und ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich an nichts erinnern. Schaut mal, ich hab ja was für euch. Ich kämpfe noch. Unsere Wünsche, ne? Nein, ein Dynamax-Bahn von Professor Magnolica. Okay. Das ist Dynamax-Bänder. Der hat sich Wunschscheine verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Boah, danke, Professor. Ich war verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jetzt halt Dynamaxen schützen. Nein, sagte mal ein junger Mann. Ich kann den Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen, weil das Pokémon ein bisschen groß wird. Aber ganz einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon wie traut machen wie möglich. So fehlt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Oh, nicht so weit. Ich habe die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, wir machen ein Wettrennen bis zum Bahnhof. Fertig? Was? Ja. Und jetzt mache ich hier mal Feierabend. Jetzt ist in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann geht's hoffentlich weiter. Na, bis dahin. Tschüss.